alles ist scheiße zurzeit. Wir einfachen Leute, wir müssen leiden. Aber hier, schauen Sie mal. Aber bei YouTube und bei Instagram, die Influencer liegen zurzeit in Dubai am Strand rum und trinken Batida de Loco. Gucken Sie mal, selbst in der Bunte wird das schon berichtet. Alle sind in Dubai. Es ist so schön in Dubai. Damit ihr einfach nur wisst, was vor unserem Balkon abgeht. Wunderschön. Krank. Die Sonne ist gerade untergegangen und guckt euch mal bitte das schöne Licht an und den Himmel. Ist das nicht beautiful? Ich habe meinen Lieblingsplatz gefunden. Ich liebe es hier. Guck mal, wie schön das hier ist. So nice. I like. Mit so Springbrunnen und so da hinten. Ja, nice. I like. Ist das nicht beautiful? Springbrunnen in der Wüste. Was darf es als nächstes sein? Eine Pyramide aus toten Blauwalen im Naturschutzgebiet in der Antarktis oder was? Nice. I like. Rund um die Uhr posten deutsche Influencer wie Sami Slimani, Simon Desue, Fiona Erdmann oder Georgina Fleur Fotos und Videos von sonnigen Traumstränden in Dubai. Aber warum? Warum reist gerade jeder, der das Wort Rabattcode einigermaßen fehlerfrei in sein Ringlicht rülpsen kann, nach Dubai? Miriam, Vanessa Mariposa, Paola Maria, Fata Hasanovic, Carolina Alexandrova, Laura Isabella, Nina Noel, alle in Dubai. Die kennen Sie nicht? Die kennen Sie auch nicht. Allein diese Dubai-Influencerinnen haben zusammen knapp 6 Millionen Follower. Falls Sie noch in D-Mark rechnen, das ist eine Gesamtreichweite von 0,3 1995er Wetten, das Thomas Gottschalks. Also richtig viele Leute. Diese Influencerinnen erreichen richtig viele Leute. Und das aus Dubai. Übrigens, wenn Nina Noel, Laura Isabella und Paola Maria noch zu seriös für Sie sind, er hier, Prinz Markus von Anhalt, influenzt auch aus Dubai. Affenstark. Das ist unser neues Familienmitglied. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es nennen wollen. Es ist ein Junge. Ich habe an Oliver gedacht. Aber vielleicht habt ihr bessere Vorschläge. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, schreibt es in die Kommentare. Und alle, die jetzt den Rabattcode illegaler Tierhandel 25 benutzen, kriegen 4% Skonto auf die nächste Dromedar-Bestellung. Warum sind auf einmal so viele Influencerinnen in Dubai? Und zwar nicht zum Urlaub machen. Ich bin ausgewandert und lebe jetzt in Dubai. Nein, wir machen kein Urlaub hier, wir sind tatsächlich ausgewandert. Und wir gehen nach Dubai. Ah! Hey, guckt euch mal an, was ich gerade bekommen habe. So ein Welcome to Dubai Cake. Das ist viel zu lieb, ich fühle mich schon wie zu Hause. Also an sich, wenn man das Haus mit den Standards aus Deutschland vergleicht, dann ist das wirklich purer Luxus. Deutschland ist Geschichte. Ab jetzt lebe ich in Dubai. Ich weiß, es kommt jetzt wahrscheinlich so, Wir sitzen zu Hause und sehen auf dem Kopf aus wie Franz Josef Wagner. Und Simon Desue macht und wandert aus nach Dubai. Auch die Influencer-Familie Harrison, in Klammern 4,5 Millionen Follower bei Insta, hat alle ihre Kooperationen in Pappkartons gepackt und ist aus München weggezogen nach Dubai. Falls Sie sie bislang noch nicht kannten, das sind die Harrisons. Dominik, Sarah und ihre Kinder Mia und Kyla, die wir pixeln mussten, weil ihre Eltern das im Umzugsstress wahrscheinlich vergessen haben. Die Harrisons sind seit Dezember in Dubai. Und seitdem sie dort sind, posten sie rund um die Uhr Content, der mit Dubai zu tun hat. Hier zum Beispiel Goodbye Deutschland, Dubai Hello oder unser erster Großeinkauf in Dubai. Ist Ihnen zu abgefahren, dann hier unser erster normaler Einkauf in Dubai. Sarahs erste Autofahrt in Dubai. Dubai. Diba, Dubai. Was für ein Traumleben. Träume nicht dein Leben, sondern ziehe nach Dubai. Dubai, der Wirklichkeit gewordene Gaming-PC-Desktop-Hintergrund direkt am Persischen Golf. Der winzige Stadtstaat Dubai mit seinen schönen Stränden, dem guten Wetter und den vielen Influencern hat vor allen Dingen drei Dinge. Den einzigen Wolkenkratzer der Welt, den man auch als Zahnstocher benutzen kann. Eine Flagge, die einem immer das Gefühl gibt, dass der Akku gleich alle ist. Und sehr, sehr viel Geld. Dubai ist reich. So reich, dass in Dubai die Polizei Bugatti fährt. Aber nicht alle Polizisten, einige fahren auch bloß Lamborghini, Ferrari oder Bentley. Das ist kein Witz. Aber was ist Dubai überhaupt? Meine Damen und Herren, passen Sie auf. Dubai ist ein Emirat. Einer von 7 Zwergstaaten der Vereinigten Arabischen Emirate. Die 7 Emirate heißen Bubi, Sani, Cookie, Claudi,
Speedy, Ralfi und Dubai erkennt man an der hohen Zöpfelmütze. Vor 70 Jahren sah Dubai noch so aus wie Hannover heute. Eine mitleiderregende Favela mitten im Nirgendwo, in die Sami Slimani und die Harrisons bestimmt nicht so gerne gezogen wären. Und daraus wurde in wenigen Jahrzehnten die Touristen- und Influencer-Metropole, die uns allen in den Insta-Stories von Kathi Hummels so ans Herz gewachsen ist. Dubai. Geschafft hat Dubai diesen Aufstieg durch richtig, richtig harte Arbeit von Sklaven. Missbrauch von Wanderarbeitern macht Wanderarbeiter Dubai zu einem fragwürdigen in Dubai, Reiseziel. Die versteckten Sklaven hinter der Glamourstadt. Moderne Arbeitssklavinnen in Dubai. Luxuswelt aus Sklavenhand. Mit Ausbeutung ist Dubai entstanden und mit Ausbeutung läuft der Laden noch heute. Das sag nicht ich, das gibt Affenprinz Markus der Viertel vor Zwölfte im Star-Magazin Prominent selbst zu Protokoll. Leute, die kein Geld haben und auch keins verdienen können, die braucht man in Dubai auch nicht, außer sie kommen aus Pakistan und Indien und arbeiten dann als Putzfrau für 650 Euro im Monat. Ja. Das ist dann okay. Ja, Dubai braucht keine armen Menschen, außer wenn sie für reiche Menschen arbeiten. Dubais echter Herrscher ist übrigens nicht Prinz Markus von Einschnupf, sondern er hier. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Scheich, Premierminister, Verteidigungsminister und Kopfbedeckungsaffisionado, einer der reichsten Menschen der Welt. Der hat nicht nur ein unerklärliches Faible für Zylinder, die Zeppeline für den Kopf, sondern ist auch ein brillanter, weltberühmter Lyriker. Schnuppern Sie doch mal rein in seinen Nummer 1 Bestseller Flashes of Verse mit den Top-Gedichten Positive Energy, Happy Nation oder Pure Love. Das Buch muss so gut sein, das muss so gut sein, denn es hat keine einzige Rezension bei Amazon. Keine einzige. Also ein echter Dichter von Weltrang. Und vor allen Dingen so reich, dass sich niemand traut, mal auszurechnen, wie viel Vermögen er eigentlich genau hat und wo überall. Nur als kleines Indiz, damit Sie sein Reichtum ein bisschen besser einschätzen können. Der steinreiche Dichterfürst hat sich letztens ein Pferd gekauft für 4 Millionen Dollar und es bis heute nicht gegessen. Das muss man sich mal reinziehen. Was für eine Lebensmittelverschwendung. Der Scheich von Dubai ist die arabische Version von Rich Uncle Pennybags. Und wenn Sie jetzt googeln, ob der Monopoly-Mann wirklich Rich Uncle Pennybags heißt, surfen Sie bei der Gelegenheit auch gerne mal auf die Instagram-Seite von Rashid Al Maktoum. Der ist mit seinen 5,5 Millionen Followern bei Instagram nämlich selber ein richtiger Dubai-Influencer. Instagram-Star, Dichter, Pferdesammler, Zylinderfreund, richtig reich. Und trotzdem hat der Scheich noch Zeit für die Familie. Gericht. Emir von Dubai ließ seine Töchter entführen und foltern. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Wie bitte? Welche seiner Töchter? Der Mann hat schließlich ungefähr 30 Kinder. Meine Damen und Herren, Prinzessin Latifa. Und ich weiß, was Sie jetzt denken. Welche Latifa? Er hat drei Töchter, die Latifa heißen. Die mittlere. 2018 wollte Prinzessin Latifa fliehen und wurde auf Geheiß ihres Vaters geschnappt und sitzt seitdem angeblich im Hausarrest. Dieses Video ist eines ihrer letzten Lebenszeichen. They told me that your father told us to beat you until we kill you. That's his orders, your father's orders. All my father cares about is his reputation. He will kill people to protect his own reputation. He only cares about himself and his ego. He only cares about himself and his ego. Willkommen bei Instagram. Darum kommen deutsche Influencer so gerne nach Dubai. Weil der totalitäre Like-Fürst einfach weiß, wie das Insta-Game gespielt wird. Und wegen der Freiheit. Einer Freiheit, die es so wie in Dubai in Deutschland nicht gibt. Und zwar wurde mir die Freiheit genommen, die Videos so zu machen, wie ich möchte. Das sage ich so, weil die Stadt Hamburg gegen mich gegangen ist. Die Stadt Hamburg. Nicht irgendjemand persönlich gesagt, das darfst du nicht. Die Stadt Hamburg hat mir gesagt, das und das und das darfst du nicht. Oder das ist wie auch immer. Das und das und das und das und das darfst du nicht? Was? Was ist denn passiert, Simon Desue? Warum ist das autoritäre Elbkalifat Hamburg gegen dich gegangen? Warum? Wegen eines Falschgeldscherzes musste sich der YouTuber Simon Desue am Dienstag vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten. Vorgeworfen wurde ihm das Vortäuschen einer Straftat. Das gibt's ja gar nicht. In Hamburg darf man nicht mal mehr Straftaten vortäuschen. Willkür, Unrecht, Zensur. Darum lieber direkt auswandern. In das Land, aus dem Prinzessinnen fliehen. Dubai. Was hat dich am meisten dazu motiviert, auszuwandern? Ich persönlich wollte mich einfach selber weiterentwickeln. Ja, wenn es eine Sache gibt, für die Sami Slimani steht, dann die permanente persönliche Weiterentwicklung. Angefangen hat er mit Kord, dann kam Leder. Und jetzt hat er sich persönlich weiterentwickelt. Und das geht so wirklich nur in Dubai zu Jeans. Persönliche Weiterentwicklung. Oder was willst du sonst in Dubai, Sami?
Ich wollte meine Arabischkenntnisse verbessern und gleichzeitig mir als Selbstständiger das Leben ein bisschen vereinfachen. Ich will ganz ehrlich sein, gell? Ich muss ja hier auch nicht irgendwie euch irgendeinen Bullshit erzählen. Ich finde, als Selbstständiger in Deutschland hat man es schwieriger. Ganz kurz, Sammy, sag jetzt nicht, du willst keine Steuern zahlen. Und ich glaube, ich spreche hier jedem Selbstständigen aus dem Herzen, wenn ich über das Thema Steuern spreche. Doch, genau darum geht es dem sprechenden Lammfellkragen und den anderen Dubai-Fluencerinnen. Denn während in Deutschland Influencer Steuern zahlen müssen, als würden sie richtig arbeiten gehen, sieht das in Dubai ganz anders aus. Mit seiner Steuerfreiheit lockt Dubai immer mehr deutsche Unternehmer an. Denn in Dubai gibt es keine Einkommensteuer und keine Unternehmenssteuer. Und da spreche ich hier sicherlich jedem Selbstständigen aus dem Herzen, das ist zwar ein bisschen assi, aber mega geil. Und erst seit 2018 hat Dubai eine Mehrwertsteuer von 5%, hier in Deutschland 19%. Das meinten also die Harrisons, als sie sagten, träume nicht dein Leben, sondern zahle keine Steuern. Während Sie, neidischen Loser zu Hause, sich im zugefrorenen Kartoffelemirat Deutschland persönlich weiterentwickeln müssen und dabei auch noch Steuern zahlen, machen es Gewinnertypen wie die Harrisons oder Sammy und die ganzen anderen Kooperationskackflöten richtig. Mit deutscher Reichweite in Dubai Geld verdienen, aber keine Steuern zahlen. Weder hier bei uns in Deutschland noch in Dubai. Und das lohnt sich auch für Dubai. Denn die deutschen Influencer sorgen mit ihren Posts dafür, dass selbst eingefleischte Borkum-Ultras denken, boah, das sieht auch geil aus. Komm, Schatz, wir fahren nächstes Jahr auch auf Dubai. Die haben ja doch so geile Kulturfestivals. Dubai Shopping Festival 2021 gets bigger, better. Shopping ist auch Kultur. Und was bekommen die Dubai-Influencer im Gegenzug dafür? Bloß Strand, Sonne und ein bisschen Steuerfreiheit? Ja, dahinter steckt noch ein kleines bisschen mehr. Wie Influencerin und Botschafterin für innere Werte Yvonne Barr dem Vox Politmagazin prominent verraten hat. Es gibt sehr viele Firmen zum Beispiel oder Bars, Restaurants, die gerne Kollaboration mit Influencern machen wollen. Und da kannst du dann sogar umsonst essen gehen. Also wenn du es drauf auslegen würdest, könntest du hier echt umsonst leben fast. Nice, I like beautiful. Vergoldete Steaks, First Class Flugreisen mit der staatlichen dubaianischen Fluggesellschaft und Luxusfrühstück in Hotels, die dem Scheich oder seiner Familie gehören. I like. Und es gibt noch mehr for free. Und viele sind auch in Urlauben über Kooperationen. Ich will da auch gar nicht so viel zu preisgeben, aber man bekommt Taschengeld für diese Art von Urlaub, die dort angeboten wird. I like. Taschengeld für Dubai-Urlaub. I like. Umsonst Sachen von einem Scheich bekommen, der seine eigene Tochter entführt und foltert. Nice. Wo soll da der Haken sein? Träume nicht dein Leben, sondern... Sondern komm zu den Harrisons nach Dubai. Denn natürlich hat die Dubai-Influencerei einen Haken. Und zwar keinen blauen bei Instagram. Sorry. Was? Ja. Was? Ja, der Haken heißt staatliche Influencer-Lizenz. Wer das süße Influencerinnenleben in Dubai genießen möchte, der muss diese offizielle Influencer-Genehmigung beantragen bei einer staatlichen Behörde, dem National Media Council. Nur wer diese staatliche Influencer-Lizenz hat, darf in Dubai wohnen, leben und influenzen. Die kanadische Influencerin Jess Hardy glaubt, diese staatliche Lizenz in Dubai ist was super, super Positives. Sie verleiht dem, was wir tun, Legitimität. Meiner Meinung nach war das eine wirklich positive Sache für die Influencer hier in Dubai und weltweit. Regulierung ist wichtig, weil sie Influencer ermutigt, offen darüber zu sprechen, ob sie für eine Produktwerbung bezahlt werden oder nicht. Eine Influencerin glaubt also tatsächlich, dass diese behördliche Influencer-Lizenz eine total super positive Sache ist. Aber na gut. Sie ist halt auch bloß eine Influencerin. Denn in Wirklichkeit ist Dubai Verbraucherschutz, bezahlte Produktwerbung oder die persönliche Weiterentwicklung von fucking Sami Slimani natürlich scheißegal. Der National Media Council hat vor allen Dingen eine Aufgabe. Die Entwicklung einer nationalen Strategie zur Förderung des Mediensektors, die das positive Image der Vereinigten Arabischen Emirate stärken kann. Influencer, die nach Dubai ziehen, müssen sich verpflichten, ausschließlich positiv über Dubai zu reden. Nice, I like. Wow, beautiful. Oh, ganz gut. Oh Gott. Momentchen mal, könnte das sein, dass das staatliche Propaganda ist? Und Zensur? Momentchen mal.
Davor ist doch Simon Desio aus Hamburg geflohen. Und zwar wurde mir die Freiheit genommen, die Videos so zu machen, wie ich möchte. Hä? Simon, ich freue mich auf dein erstes Falschgeldvideo aus Dubai, echt? Denn am Traumstrand von Dubai weht der Wind nicht nur ein bisschen wärmer als in Hamburg, sondern vor allen Dingen ziemlich viel rauer. Influencer sollten es vermeiden, Hot Topics zu behandeln und Inhalte über Religion, Politik und Staatsoberhäupter zu veröffentlichen. Jede Handlung, die mit der öffentlichen Moral und dem guten Benehmen unvereinbar ist, wird als Vergehen gehandelt. In Dubai bedeutet das, Küssen in der Öffentlichkeit verboten. Laut Musik hören in der Öffentlichkeit geht nicht. Tanzen in der Öffentlichkeit auf keinen Fall. Die Polizei von Dubai hat einen jungen Mann unter dem Vorwurf der öffentlichen Unsittlichkeit verhaftet, nachdem er in einem viralen Video zu sehen war, wie er in einem Café unanständig tanzte. Tanzen in der Öffentlichkeit ist eine Straftat. Na gut, das wäre in Deutschland manchmal auch nicht schlecht. Okay. Aber das sind noch nicht alle Verbote in Dubai. Uneheliche Kinder, verboten. Homosexuelle Beziehungen, eine Straftat. Fluchen, verfickte Dreckswichse, verpimmelt nochmal, in Dubai nicht erlaubt. Und das Allerbeste, wer diese offizielle staatliche Influencer-Lizenz in Dubai besitzen will, der muss sich verpflichten, sich nicht kritisch über die Regierung zu äußern. Die Regierung schränkte die Rechte auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit 2017 weiterhin willkürlich ein. Sami Slimani, Simon Desue und die Harrisons dürften also nicht öffentlich sagen, dass der Dubai-Scheich mit seinem 4-Millionen-Pferd und dem fucking Zylinder nicht nur so aussieht, als würde er jeden Moment Kinder in seine Schokoladenfabrik locken, um sie darin von Oompa Loompas foltern und umbringen zu lassen, sondern das sogar wirklich tut. In echt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir spätestens mit diesem Satz meine Karriere als Dubai-Influencer für immer abschminken kann. Aber immerhin bin ich nicht der Einzige, der nicht mehr nach Dubai darf. Jegliche Werbung für Hexerei, Zauberei und Astrologie ist unzulässig. Was erklärt, warum Bibi Blocksberg und die Ehrlich Brothers immer noch in Deutschland sind? Träume nicht dein Leben, sondern... Ja, sondern haltet mal ganz kurz die Fresse. Während die Harrisons quietschvergnügt mit dem Geländewagen zum Picknick über Sanddünen düsen oder sich Georgina Fleur im Spa-Bereich vom Burj Al Arab ein goldenes Stammhirn-Piercing installieren lässt, foltert und misshandelt Dubai Inhaftierte und begeht im Namen des irren Zylinderkönigs Menschenrechtsverletzungen. I like. Ich hab meinen Lieblingsplatz gefunden. Guck, ich liebe es ja. I'm so happy. Do you feel this? It's a simple thing. Yeah, I feel this. I really feel this. I like. Etwas anderes sagen sollten deutsche Influencer in Dubai besser nicht. Sonst werden sie abgeschoben, wenn sie Glück haben. Wir haben versucht, mit deutschen Influencerinnen und Influencern über diese staatliche Lizenz oder ihre Kooperation mit Dubai zu sprechen. Aber obwohl Influencer sonst chronisch super gerne zu allem alles sagen, wollte niemand mit uns darüber reden. Nicht mal kritische, sonst sehr politische und aufgeweckte Influencer, die nicht mal in Dubai wohnen, wollten sich dazu äußern. Aus Angst um ihre anderen Werbekooperationen. Meine Damen und Herren, das muss doch nicht sein. Niemand muss sich wegen ein paar Geschenken, ein bisschen umsonst essen und ein paar nicen Fotos am Wasser einem Unrechtsstaat wie Dubai unterwerfen. Darum haben wir jetzt, liebe Instamäuse, TikTok-Häschen und Facebook-Vollidioten, einen sehr viel besseren, exklusiven Gegenvorschlag für euch. Viel Bremen, das Dubai des Nordens. Spektakuläre Architektur, atemberaubende Shopping-Destinations, malerische Strände, die freundlichen Einheimischen. Visit Bremen. Live your story bei einer spektakulären Fahrt im Gelenkbus der Linie 90 von Gröpelingen bis nach Neuenkirchen. Can you feel it? In Bremen zahlst du zwar Steuern, aber dafür darfst du tanzen, fluchen, Werbung für Hexerei machen und queer sein as fuck. Bewirb dich für die offizielle Influencer-Lizenz in Bremen. Eine Kooperation von ZDF Magazin Royal und dem Oberhaupt des Bremer Herrscherhauses. Als Bremer Bürgermeister bin ich natürlich froh, mit dem ZDF Magazin Royal einen so starken Partner für die offizielle Bremer Influencer-Lizenz an meiner Seite zu haben. Herr Bovenschulte, könnten Sie bitte noch diesen Zylinder aufsetzen? So einen Quatsch machen wir nicht. Mit einer offiziellen Bremer Influencer-Lizenz erhältst du eine Tageskarte der Bremer Straßenbahn AG, Free Travel, eine frische Rostbratwurst, Rostbratwurst, und die staatlich anerkannte Influencer-Lizenzurkunde. Staatlich anerkannt. Und das Beste? Es gibt kein Kleingedrucktes.
Als offizielle Bremer Influencerin verpflichtest du dich, mindestens ein Foto oder Video von dir aus Bremen und eines Bremerhaven bei Instagram, Facebook oder Twitter zu posten unter der Verwendung des Hashtags Hashtag #FeelBremen, Hashtag ZDF-Magazin, Hashtag DubaiDesNordens, Hashtag Bless, Hashtag Sunshine, Hashtag NoBoundaries, Hashtag Zylinder. FeelBremen.com. An adventure to remember. FeelBremen.com. Das ist die Adresse. Beantragen Sie jetzt, bewerben Sie sich jetzt für die offizielle Influencer-Lizenz für Bremen, dem Dubai des Nordens.